Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Ja, in der letzten Folge habe ich euch ein bisschen so schnell alleine stehen lassen, beziehungsweise ohne Erfolg. Wir wollen jetzt Hakim behaken. Oh Mist. Na, zwei schwere Max im Anmarsch. Nee, ich will... Max sind doof. Max haben doofe Ohren. So, einen dein platzieren, einen dein platzieren. Unsere schwere kein Waffe Problem. Rausholen. Und hoffen, dass genau das nicht passiert. Ha, kurz gehackt. Aber nicht lang genug. Oh, bleib doch wieder bitte dahinter. Danke. Und warum ist Garrus schon wieder tot? Depp. Warum positioniere ich euch eigentlich, damit ihr wieder sterbt? Oh, jetzt ist die Olle tot. So, kurz gehackt hier. Feuer! Danke! Aktiviere Waffen! Ach, jetzt erst aktivierst du deine Waffen? Ja. Was ist Schönes für dich ab? So. Okay, gut. Was hast du jetzt noch für uns? Hm? Mistkerl da oben. Weh, es kommen jetzt noch mal Max, dann krieg ich einen Hals. Hab gar nicht auf die Uhr geguckt. Okay, jetzt habe ich hier. Och Mann, wir sind doch hier nicht beim Jump'n'Run. Leider. Ich würde ja gerne springen können, aber kann ich nicht. Lol, ich springe sozusagen in euren eigenen Tod. Na komm, steh auf. So. Warum hat er jetzt eigentlich diese Kisten da hochgefahren, wenn wir hier doch vorbei können? Ach, ist der Kerl komisch. Und warum sind die Kisten da oben nicht runtergefallen? Na egal, alles Fragen über Fragen, die wir hoffentlich jetzt von ihm beantwortet kriegen. Sie waren nah dran, aber nicht nah genug. Überraschung! So, Fade. Das mit dem Verschwinden hat nicht geklappt, was? Kommen Sie schon, Garrus. Das kriegen wir doch hin. Was brauchen Sie? Ich suche jemanden. Sieht aus, als hätte jeder von uns etwas, das der andere will. Wir haben dein Leben und du hast Informationen. Und wir haben Schmerzen. Wir gewinnen. Falsche Antwort. Wir bitten Sie nicht um einen Gefallen, Haken. Lass Sie nichts sagen. Sie haben beim Verschwinden eines Freundes von mir mitgeholfen. Ich muss ihn finden. Ich brauche schon etwas mehr Informationen als das. Sein Name war Sidonis. Sidonis Alcura, Turianer aus... Ich weiß, wen Sie meinen und ich werde gar nichts sagen. Sei lieber vernünftig. Haken, das muss überhaupt nicht schwierig werden. Scheiß auf Sie. Ich gebe keine Informationen über Klienten weiter. Ist schlecht fürs Geschäft. Wissen Sie, was noch schlecht fürs Geschäft ist? Tot ein gebrochenes Genick. Okay, okay. Nehmen Sie den Fuß weg. Terminus hat Sie völlig verändert, was, Garrus? Nein, aber Sidonis hat mir die Augen geöffnet. Und jetzt arrangieren Sie ein Treffen. Na los. Ich gehe. Besser wär's für dich. Ja, ich bin's. Es könnte sein, dass Ihre wahre Identität aufgeflogen ist. Deshalb rufe ich an. Ich schicke einen Agenten. Wo wollen Sie ihn treffen? In Ordnung. Er wird dort sein. Keine Sorge, ich habe alles im Griff.
Warum konnte er ihn verstehen und wir nicht? Alles in Ordnung. Er will sie vor der Orbital Lounge treffen. Mittags. Wenn wir fertig sind, würde ich gerne gehen. Wohl kaum. Sie sind jetzt ein Verbrecher, Harkin. Heißt das, Sie wollen mich jetzt einfach töten? Das ist nicht Ihr Stil, Garrus. Hat er recht. Gesetz. Sie töten? Nein. Aber ich werde Ihr Tempo ein wenig bremsen. Sie müssen ihn nicht erschießen. Jetzt kann er sich vor C-Sicherheit nicht mehr verstecken. Heute ist wohl Ihr Glückstag. Ja, hoffentlich können wir das bald mal wieder machen. Und klar. Siehst du? Ich sag doch, wir können das nochmal wieder machen. Ich habe ihn nicht erschossen. Los, gehen wir weiter. Wenn Sidonis nicht dort ist, komme ich zurück und bringe es zu Ende. Ja, das hört sich nach einem fairen Angebot an. Okay, da war ihm gerade ein kleiner Grafikfehler, ich weiß nicht warum. Harkin ist eine verdammte Bedrohung. Wir hätten ihn nicht einfach gehen lassen sollen. Er hätte eine Strafe verdient. Ja, viel wichtiger ist, wie geht es dir? Ich mache mir langsam Sorgen um Sie, Garrus. Sie waren bei Harkin ziemlich gnadenlos. Glauben Sie nicht, dass er es verdient hat? Das passt einfach nicht zu Ihnen. Was wollen Sie von mir, Shepard? Was würden Sie tun, wenn Sie jemand verrät? Verfolgen, töten, morden. Nein, an den Pranger stellen. Verrat mit Gegenverrat. Ja, Informationen nutzen. Ich bin nicht sicher, aber ich würde nicht zulassen, dass es mich verändert. Das hätte ich auch gesagt, bevor es mir tatsächlich passiert ist. Es ist noch nicht zu spät. Sie müssen es nicht durchziehen. Wer außer mir sollte Sidone seiner gerechten Strafe zuführen? Niemand sonst weiß, was er getan hat. Es wäre auch allen egal. Ich sehe keine anderen Optionen. Oh, gib uns eine Chance. Wir werden am laufenden Band verarscht. Wir wissen, wie das geht. Lassen Sie mich mit ihm reden. Sie können sagen, was Sie wollen. Mein Entschluss ändert das nicht. Seine Gründe sind mir egal. Er hat uns verraten und verdient dafür den Tod. Ich verstehe ja, was Sie durchmachen. Aber wollen Sie ihn wirklich töten? Ich weiß Ihre Besorgnis zu schätzen. Aber ich bin nicht wie Sie. Für Sie ist das aber auch nicht typisch. Wirklich? Ich habe Ungerechtigkeit immer gehasst. Schon der Gedanke, dass Sidonis damit davonkommt. Warum sollte er weiterleben, während 10 gute Männer in namenlosen Gräbern liegen? Es tut mir leid, Shepard. Worte werden dieses Problem nicht lösen. Ich muss mich vorbereiten. Von da drüben habe ich ein gutes Schussfeld. Okay, wie willst du es machen? Was soll ich tun? Halten Sie das Gespräch am Laufen und stellen Sie sich nicht in den Weg. Ich sage Bescheid, wenn ich ihn im Visier habe. Geben Sie mir ein Signal, wenn Sie bereit sind. Dann schieße ich. Sie gehen besser. Er wird bald hier sein. Ach, das scheint Absicht zu sein, dass ich so leicht im Hintergrund so nach... Wisst, was ich meine. Gut, Leute. Ich schneide die Folge zurecht. Die wird ein bisschen länger. Ich will das jetzt alles drauf haben. Shepard, können Sie mich hören? Klar und deutlich. Okay, da ist er. Winken Sie ihn heran und verwickeln Sie ihn in ein Gespräch. Ja klar, er kommt doch direkt zu uns gelaufen, weil wir winken. Ach ja, stimmt, er hat ja gesagt, bekommen Agent und so. Bringen wir es hinter uns. Aber jetzt. Sie blockieren meinen Schuss. Treten Sie zur Seite. Nein. Doch. Oh mein Gott, was soll ich jetzt tun? Zur Seite treten Sie Donuswan. Zur Seite treten Sie Donuswan. Er kriegt seine Rache. Es wird nicht lange dauern. Gehören Sie zu Harkins Leuten? Ich erinnere mich nicht, Sie schon mal gesehen zu haben. Setzen Sie mich da drüben ab. Hab gehört, Harkin sei einer der Besten. Sollte nicht nochmal vorkommen. Schießen lassen, dass sie Donners waren. Schießen lassen, dass sie Donners waren. Schießen lassen. Das wird es nicht, keine Sorge. Was? Oh, Scheiße. Das war bestimmt eine schlechte Tat, aber Verrat ist egal. Verrat bestraft, Sidonis. Wer weiß, was sonst passiert wäre. Zum Beispiel Mass Effect 3. Das ging ja ganz einfach. Ja, ging einfach und sauber. Gute Arbeit.
Danke für Ihre Hilfe, Shepard. Gehen wir. Ich muss weg von diesem Ort. Ich bin gleich bei Ihnen. Cute, Mission erfüllt, Stufenaufstieg, Kraft von Garrus, neues Outfit, Präzisionsgewehrschaden gesammelt. Wunderbar, ist eigentlich ganz gut gelaufen, die Mission, bis auf zum Schluss, weil, naja, ist egal. Leute, an dieser Stelle wieder ein Cut. In der nächsten Folge geht's weiter, dann werde ich mich um Thane kümmern. Ich bin Hellot1986, wir spielen Mass Effect 2. Bis gleich.